Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir den Kung Fu Funkeli gerettet oder auch Kung Funkeli. Ich finde Kung Fu Funkeli klingt besser. Und da haben wir uns dämlich angestellt, also da war ja eine Peinlichkeit zwischen, über die wir besser nicht weiter reden. Aber das Set war auf jeden Fall mega cool und jetzt haben wir die zwei elegantesten Sets noch vor uns, das Meerjungfrauen-Set und das Eiskunstläuferin-Set. Und wir werden das Eiskunstläuferin-Set natürlich als erstes machen, weil wir gehen ja nach Reihenfolge. Und wir haben den festlichen Umzug jetzt vor uns. Ich würde sagen, let's go, rein da und genießen wir die Show. Ich finde, das ist eins der Outfits, was hier richtig gut steht. Hey! Kein Pirouettet. Erster Stern schon mal eingesammelt. Okay. Das waren die Felder für Pirouetten und die gelben waren die für Sprünge. Ich erinnere mich. Ich habe das Gefühl, dass ich zu denen hoch wollte, zum Pirouetten. Ich mache nochmal von vorne. Ich habe das ein oder andere Feld gerade vergessen. Okay, machen wir es diesmal richtig. Ich bin jetzt wieder hier. Na, guck mal, ich muss doch diese Leiste da füllen. Okay, zu denen komme ich nicht hoch. Den haben wir. Komische Reihenfolge. Die Dinger sind wichtiger. Den müssen wir retten. Ist doch wohl klar. Nope. Ihr kriegt eure Sternstunde nicht. Das war sehr schön und elegant. Oh, wieder ein Stern. Und ein weiterer Stern. Ich will wahrscheinlich nicht instant da hoch, oder? Dich kennen wir doch von irgendwo her. Mr. Fabulous. Ich habe auf eine Sequenz gehofft. Das da rechts, das ist doch 100 Pro das Podest.
Es war so offensichtlich. Allein mit den Sternen auf dem Boden. Nein, nein, nein! Ich hoffe, ich kann hier einfach nochmal runtergehen. Ich hab's gerade verkackt. Oh, das startet von alleine neu. Nein, ich hätte da unten bleiben müssen. Offenbar. Warte, ich gehe nochmal ganz weg. Das ist jetzt nicht wahr. Ich darf gleich nochmal hier rein. Ich will jetzt nicht riskieren, die ganzen Sterne nochmal sammeln zu müssen. Ja, ich weiß, du bist wunderschön. Das sind meine Tänzerinnen. Und damit passt er. Es ist Zeit für das große Finale. Tada! Und es deprimiert mich, warum ich jetzt nochmal hier rein muss. Ja, da hat sie recht. Das war sehr anmutig und elegant. Ja, neben Funkeli verfügbar, aber ich muss noch mal da rein, weil ich das mit der Tribüne verkackt habe. Ja, wir sehen uns dort wieder, ne? So, Leute, ich bin wieder hier. Hoffen wir mal, dass ich diesmal nicht reinpfeife. Ja, schon zu spät dafür. Einfach nur nicht nach oben gehen. Einfach nicht nach oben gehen. Dann habe ich noch mal Chance. Guck mal, es ist sogar dann nur der eine, den ich verkackt habe. Hätte ich ein paar Sekunden gewartet, dann hätte ich nicht nochmal hier reingehen müssen. Das ist meine eigene Schuld. Na gut, wir sehen uns dann im Untergeschoss wieder, ne? Wo wir dann gucken, wo der Funkeli gammelt. Na gut, Leute, damit fehlt nur noch ein einziger Funkeli, ne? Nach dem hier. Ja, Leute, ich habe ja jetzt den letzten Stern da geholt. Das ist ein wunderschönes Bild. Das sieht so aus, als ob ich mit ihm tanzen würde. Und das nicht im bösen Sinne. Das ist wirklich sehr schön. Und ich stehe hier auch schon vor der Tür vom Funkeli. Dunkles Eis und finstere Bühne. Ach, ich habe mir jetzt die Schleife von Stella gar nicht angeguckt. Schöne Farbe. Ja, das ist dann die nächste Revue. Können wir uns schon mal drauf freuen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit der heutigen Show. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann bei der nächsten graziösen, wunderschönen Eisshow. Bis dann. Ciao, Leute.